Welt, kommen wir. Ja, können wir, ja. Ja, einen wunderschönen guten Hallo und willkommen bei einem neuen Video aus der Modelgarage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf dieses Video freue ich mich schon sehr, sehr lange, denn ich bin richtig scharf drauf auf das, was heute passiert. Denn ich weiß nicht, ob man das schon mitbekommen hat, aber der Bus, der ist ja höher gelegt hinter mir. Und ich fahre damit auch gerne mal ins Gelände. Allerdings war jetzt die Höherlegung, was genau das für eine ist, die jetzt drin ist, erklären wir später nochmal. War die Höherlegung jetzt komforttechnisch vielleicht nicht so das Optimalste. Und deswegen, vom Munde abgespart, gibt es heute ein neues Fahrwerk. 35 mm Höherlegung von Eibach Bildstein, also sprich Eibach Federn, Bildstein Dämpfer. Die glasern wir da heute rein und dann gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Vergleiche ziehen. Momentan ist ein Höherlegungskit bzw. Höherlegungsspacer von ST Suspensions drin. Und uns das nochmal angucken, wie das aufgebaut ist und dann später mal schauen, wie das mit dem hier funktioniert. Und vor allem bin ich mega gespannt, wie sich das fahren lässt. Es ist ein Bildstein B6 Comfort, also die Dämpfer, Comfort-Fahrwerk. Die Federn machen am Ende diese 35 mm Höherlegung. Ja, das klatschen wir da jetzt rein. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Dominik sollte einen Zollstock organisieren. Hat er. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir heben jetzt auf jeden Fall, wir messen jetzt auf jeden Fall erstmal die Höhe. Momentan, das Fahrwerk, was verbaut ist, sind 30 mm Höherlegung. Wir haben jetzt leider kein Originalmaß dabei, beziehungsweise werde ich das Fahrwerk jetzt nicht auf Original umrüsten, um dann jetzt einfach nochmal zu messen. Nein, wir messen vom Boden. Warum das? Naja, das ist... Okay. Am Ende hältst du es dann Boden. Wieder... Am Ende hältst du es dann mal wieder nicht so, wie es an. An. Nee, das machen wir so nicht. Ja, das ist scheiße. Wir machen das einfach so, wie früher. Na ja. Pi mal Daumen mal Augenmaß. 49. 49? 49. Und das ist jetzt gemessen? Das ist jetzt richtig gemessen. Okay. 49. Du kannst es, ich kann noch mal so rumhalten. Halt's mal in die Kamera. Sind das 49? Ja, kommt hin. Vorderachse 49. So, Hinterachse? Nimm den Dingens mit, ja. Spezialwerkzeug für T5 Radkappen. Kann nicht jeder mit um? Nee. Siehst du? Hochprofessionell. Ui, ui, ui. Das ist ein Trecker. 51, Junge. 51. 51. Gut. Also. Früher waren wir schon automatisch. Hinterachse. 51. Dann heben wir die Gurke jetzt wieder hoch. Fangen an, hinten das Fahrwerk zu tauschen. Dann geht's los. Ich glaube, ich muss los. Es war schön mit euch. Hey, wir haben Rad abgenommen, schrauben jetzt die Antriebswellenlose und dann beidseitig die Stoßdämpfer, weil der hat ja auf der Hinterachse einen Stabi und um dann die Federn rein und rausnehmen zu können, müssen wir auf beiden Seiten gleich lösen, damit wir die Achsschenkel ein bisschen weiter runterdrücken können, gibt uns ein bisschen mehr Spiel und dann sollte das hier relativ schnell alles klappen. Mach's doch nicht so gut, warte kurz. Okay. Ja, gut. Mit Handwerk in der Hose machen.
Hinterachse haben wir jetzt soweit fertig. Die Dämpfer, ja, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Die kann man einrücken und die bleiben dann auch so. Das würde auf jeden Fall auch erklären, warum der hinten so gepoltert hat. Ich bin mega gespannt, wie sich das dann jetzt fahren lässt. Das erste Mal, dass ich überhaupt mal ein richtig teures Fahrwerk verbaue, beziehungsweise selber fahre. Ja, jetzt fangen wir an, Vorderachse. Da kommen allerdings noch ein paar mehr neue Teile dazu. Und zwar, huch, Kamera stürzt ab. Und zwar werden wir noch komplett neue Radlagergehäuse verbauen, samt Radlager. Dann kommt noch eine neue Antriebswelle. Die Radlager sind wie gesagt schon eingepresst. Eine neue Steckwelle fürs Getriebe. Da ich vermute, dass daher ein knackendes Geräusch kommt, tauschen wir jetzt einfach mal mit. So, nachdem wir den ganzen Brabbel jetzt hier auseinandergebaut haben, ist der Radkasten leer. Hier werden wir gleich noch die Antriebswelle tauschen, beziehungsweise auch noch die Steckwelle tauschen. Wir mussten jetzt nur alles einmal auseinanderbauen, weil wir die Radlagergehäuse mittauschen, weil mir die Stoßdämpferspannschrauben in Vergangenheit schon Stück für Stück abgerissen sind. Und das wollte ich jetzt nicht weiter riskieren, deswegen mache ich alles neu. Zudem habe ich dann eben auch gemerkt, dass die Radlager schon ordentlich Geräusche machen. Deswegen war das perfekt. Ja, wir werden jetzt versuchen, unter Einsatz unseres Lebens natürlich hier wieder diese Federn zu tauschen, beziehungsweise die Federn zu pressen und auszubauen, weil wir die Domlager übernehmen müssen. Dann werden wir die ganze neue Geschichte oder das neue Fahrwerk zusammenbauen. Das sollte jetzt nicht weiter ein Problem darstellen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. So gut, wir haben das Fahrwerk jetzt zusammengebaut. Ging echt viel einfacher als gedacht. Ich hatte mir ja noch ein bisschen in eine Erinnerung die bösen Gedanken daran, die Originalfedern so weit zu spannen, dass man die Spacer dazwischen bekommt. Der hat ja jetzt am Ende dieselbe Höherlegung, doch der Unterschied ist am Ende, dass das jetzt hier verstärkte Federn sind, die quasi das Auto oben halten und wir nicht die originalen Federn weiter runterpressen und quasi mehr Vorspannung geben. Das ist im Endeffekt der große und ganze Unterschied. Allerdings sind die vorderen Dämpfer jetzt auch nicht gerade sehr prickelnd gewesen, deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt, was das jetzt für ein Unterschied wird. Ich meine, ich bin mit dem anderen Fahrwerk schon eine ganze Ecke unterwegs gewesen und es war jetzt einfach nicht mehr schön. Und ja, ich freue mich. Wir bauen das jetzt ein, dann bauen wir alles andere wieder zusammen. Die Antriebswelle habe ich nebenbei schon getauscht und dann bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Schon wieder spät wie Hulle. Dominik, der Messbeauftragte. Wie spät ist? Schön, dass wir drüber geredet haben. Pünktlich 17 Uhr angefangen. Nee, Spaß beiseite. So, wir machen jetzt mal die Maßkontrolle. Wir erinnern uns, wir hatten 49 auf der Vorderachse. Dominik, mach mal das Schätzeisen. Das Schätzeisen sagt 49. Da auch noch? Ja, 49. Gut. 49.
War auch fast zu erwarten, weil 30 mm Höherlegungsfahrwerk gegen ein 30 mm Höherlegungsfahrwerk getauscht. Irgendwie klar. So, Hinterachse hatten wir 51. 49,5. 49,5. Gut. Muss man jetzt dazu sagen, dass es bei den, für die Eibach-Federn noch eine Variante gibt für permanente Beladung hinten, wo du dann noch einen Gewindeteller hast, den du dann verstellen kannst. Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wie es sich so fahren lässt. Ich habe zwar auch durch den Campingausbau ein bisschen mehr Gewicht hinten, allerdings jetzt nicht so schwer wie ein Servicemobil oder jemand, der alles voller Werkzeug hat. Ja. Auf jeden Fall steht das Auto jetzt mal wieder gerade. Ich hatte früher immer so einen leichten hochstehenden Arsch, sage ich jetzt mal. Leider ist uns ein ABS-Sensor vorne kaputt gegangen beim Ausbau. Den konnten wir leider noch nicht mit umbauen. Wir versuchen jetzt trotzdem mal Probefahrt zu machen und dann gibt's, denke ich mal, morgen oder die Tage ein Update. So, eine Woche später. Ich bin jetzt seit einer Woche mit dem Fahrwerk unterwegs. War jetzt am Mittwoch zur Achsvermessung. Weil nachdem wir die Radlagergehäuse getauscht haben, ist er absolut nicht mehr gerade ausgefahren. War ja auch irgendwo logisch, Gussteile sind niemals perfekt gerade. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, bin mit dem Fahrwerk jetzt unterwegs. Ich war erst ziemlich verdutzt, weil das immens härter ist als das originale Fahrwerk. Beziehungsweise bin ich mir jetzt auch nicht genau sicher, wie sich ein originales, gutes Fahrwerk gefahren hat, weil mein Fahrwerk war ja eindeutig definitiv platt. Die Dämpfer haben ja nicht mehr wirklich so gearbeitet, wie sie arbeiten sollten. Davon abgesehen, das Fahrwerk ist an sich hart, allerdings auf der Straße super angenehm. Also es fährt sich wirklich wie ein Neuwagen. Man hat absolute Kontrolle in den Kurven. Er hat überhaupt keine Neigungsprobleme mehr. Man fühlt sich absolut sicher. Das ist schon herrlich. Ich habe auch mal, können wir jetzt gerade nicht testen, noch ein bisschen Verkehr. Auch mal getestet, halt den sogenannten Age-Test zu fahren, weil ich halt Angst hatte, es ist immer noch ein Transporter, er ist ziemlich hoch, wir haben einen Dachgepäckträger drauf, dass er sich zu dolle neigt. Können wir jetzt mal machen, wir fahren ungefähr 80 km/h, machen wir mal einen richtig schönen Schlenker, aber er kriegt sich sofort wieder ein, er ist super souverän auf der Straße, also das Fahrwerk macht echt Laune. Wir werden jetzt kurz mal in der Halle was abladen und dann werden wir mal noch eine berüchtigte Holperstrecke bei uns in der Gegend fahren und werden mal gucken, wie das unter extremsten unter extremsten Reisebedingungen wäre jetzt. Also wir fahren eine Strecke, die besteht zum Teil aus Plattenweg, Schotter, Kopfsteinpflaster, Schlaglöchern und am Ende auch noch ein bisschen normalen Schotterweg, wie eine normale Piste, sage ich jetzt mal, und gucken mal, wie sich das da fahren lässt. So, wir sind jetzt hier auf einer kleinen, ich sag jetzt mal, Umgehungsstraße zwischen Dorf und Dorf. Und hier haben wir wirklich jetzt das fieseste Kopfsteinpflaster. Da sind teilweise Absätze drin von, ich würde behaupten, um die 8 cm, die Steine hier absacken. Und das war mit dem alten Fahrwerk absolut nicht fahrbar. Ich fahre jetzt ungefähr 10, 15 km/h. Noch ist es echt angenehm. Können wir mal ein bisschen schneller fahren. Man merkt halt immer noch, es ist immer noch ein Nutzfahrzeug. Also es wird niemals die Komfortabilität haben eines Geländewagens, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon deutlich angenehmer als ein Serienfahrwerk, würde ich behaupten. Wir fahren jetzt ungefähr 30 km/h, es fängt alles ein bisschen an zu klappern, der Campingausbau klappert. Er bleibt auf jeden Fall noch stabil. Ich würde sagen, lange durchhalten möchte man das trotzdem nicht. Aber das habe ich hier auf dieser Strecke definitiv schon schlimmer erlebt. Wir waren jetzt ungefähr, wir können mal auf 40 beschleunigen. Bekanntlich wird ein Fahrwerk bei höheren Geschwindigkeiten ruhiger. Aber ich finde, es wird auf jeden Fall nicht schlimmer. So, der Weg geht jetzt hier allmählich in Platten über. Wir haben jetzt richtig schön dieses typische Springen vom Fahrwerk, würde ich jetzt mal sagen, zwischen den Rillen der einzelnen Platten. Wir fahren jetzt auch schon wieder 60. Klar, es klappert immer noch, aber es lässt sich eigentlich relativ angenehm fahren.
vorne geht dann der Weg gleich auf Schotter über. Das wird er dann quasi, oder zeigt uns jetzt quasi, wie das wirklich ist, mit dem bekanntlichen Pistenallrad auch auf der Piste zu fahren. Und ich denke mal, da wird das Fahrwerk dann mit allen Vorzügen punkten. Hier vorne haben wir jetzt ein paar richtig schöne Platten, die sich angehoben haben durch Wurzeln. Kannst du ja mal nach vorne filmen. Da sollte man jetzt nicht unbedingt draufhalten. Wir machen es trotzdem. Und da geht er tatsächlich echt souverän drüber. Also das ist jetzt nicht so, dass dir die gleichen Zähne aus dem Gesicht fallen. Scheppert schon ordentlich, aber man leidet jetzt nicht sofort mit dem Auto. So, mal schauen. Hier haben wir jetzt Schotterweg. Und man hört es vielleicht schon an der Akustik. Oh, Gegenverkehr. Es ist schon definitiv angenehmer. Also hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, 1000 Kilometer in Alaska auf der Schotterstrecke zu fahren. Immer nett grüßen. Die können wir auch durchaus, ohne dass ich das Lenkrad festhalten muss, mit 50 km/h hier drüber bügeln. Das fühlt sich echt gut, dann ist jetzt auch nicht mehr so laut im Auto. Der fährt wirklich wie auf Schienen. Echt angenehm. Sind wir auch schon wieder auf der normalen Straße. Eine schöne Kante. Und dann haben wir jetzt hier auch gleich nochmal den idealen Alltagstest für schöne Serpentinstraßen. Ich kann wirklich nur nochmal betonen, die Seitenneigung von dem Fahrwerk ist wirklich genial. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, ich hatte früher einen T4, den habe ich höher gelegt, da hat der Dachgepäckträger in Kurven gezogen, aber hier können wir uns jetzt schön mit 80 in der Kurve reinrollen lassen. Der neigt sich kaum, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es instabil wird oder dass die Reifen jetzt anfangen zu quietschen oder dass sich das Auto aufschaukelt. Jetzt kommt wieder eine Kurve, dann knapp 90 drauf. Absolut angenehm. Können wir uns hier auch schon mal schön reinrollen lassen. Es quietscht nichts, der Bus neigt sich nichts. Er untersteuert nicht. Wirklich genial. Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr zufrieden mit dem Fahrwerk. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ob man wirklich jetzt einen Seikel kaufen muss oder das Eibach. Viele schwören da ja drauf. Oder ob euch vielleicht auch eine Höherlegung mit Spacern genügt. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von sowas sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann.